Ja, bitte, ich bin friedlich hier. Wir brauchen die Hilfe eurer Leute. Oh, sie verlangt ab uns. Dann darf ich hier durch. Was? Deine Schrell, die Schrell. Was? Mir? Ich bring bei mir. Mir, de Gulag, mas wot? Ich hab keine Ahnung, was die von mir wollen. Wie du na trast, Gulag. Hat Gulag. Ihr meint die Dungaga? Ihr vertraut den Dungaga nicht? Dungaga, ich verstehe nicht, was ihr sagt. Ich bin kein Dungaga. Oh, ich bin Grosok. Also ich hasse die Dungaga auch. Wenn ihr uns helft, dann können wir die Dungaga loswerden. Oder? Ja. Ha, hä? Somba, ich will nicht mit dir Somba tanzen. Au, unser König. Ja, unser König. Dein König ist ja krank. Nicht nur krank. Wir sollen den König killen? Ja. Vielleicht kann ich dir helfen. Ja, der Smog, ey. Du sollst dich mit Smog voll stinken. Ja, ich bin voll die krasse Mia. Osa, der Osa-Habilis, hilf uns. Du musst unseren König bezwingen. Aber wisst ihr, was ich erstmal machen werde an dieser Stelle? Diesen Dialog nicht nochmal abspielen müssen. Moment, wo ist der Savepunkt? Ach, hier ist noch weiter zurück. Wow. Hier ist er. Und jetzt geht's ans Eingemachte. Der nächste Boss steht bevor. Was mache ich da? Aufwärmübungen, sieht man ja. Mia, bitte. Okay, ihr rennt rückwärts zum Boss. Vielleicht hilft dir das ja, warm zu werden. Mit dem Moonwalk zum Maden-Boss. Ich hasse diesen Boss. Ich finde ihn ultra hässlich. Aber das ist sicherlich auch beabsichtigt, dass er so aussieht, wie er nun mal aussieht. Und da kommt er. Also er kommt noch nicht, weil er da rumsitzt. Ich muss ihn erstmal aktivieren. Und das ist immer der schlimmste Teil bei diesem Boss, weil man ihn erstmal überhaupt zum Bewegen zwingen muss. Wo kriege ich jetzt meine Herzen wieder her? Gar nicht. Kommst du jetzt oder wie lange dauert das denn, bis ich die aktivieren kann? Jetzt ist ja eh alles voller Würmer, also da bringt's nichts mehr. Ich weiß nicht mehr, wie die beste Strategie war. Ob ich überhaupt eine Strategie hatte oder nach gut Glück draufgehauen habe. Ich werde es testen müssen, bis es mal hinhaut. Tja. Oh ja, Mia, Speedrun bis dahin. Danke. Also nochmal. Ich habe wirklich absolut gar keine Strategie bei diesem Boss, bin ich ganz ehrlich. Was kann man denn hier am besten machen? Ich muss immer irgendwie getroffen werden von allen, habe ich das Gefühl. Anders kriege ich es nicht hin. Okay. Und jetzt würde ich erstmal mich in aller Seelenruhe dafür entscheiden zu sterben. Nein, ich muss die Beine noch abhacken. Ohne die Beine abzuhacken, wird es auch nicht klappen. Wieso ist die gerade in den Block verschwunden? Mia! Mia, warum bist du in den Block verschwunden? Was war denn da los? Ich habe keine Ahnung, was Mia da gerade gemacht hat. Sie ist vollkommen abgespackt. Wieso geht's noch nicht los? Ja, jetzt braucht er wieder ewig, bis er mal losrennt. Ich verstehe es nicht. Ich will den Boss jetzt wirklich besiegt haben. Der ist so eklig, ey. Können wir diesen Boss jetzt mal beenden? Ja. Und jetzt habe ich es, jetzt habe ich es. Sobald er einmal da unten liegt, habe ich eigentlich gewonnen. Jetzt muss ich nur noch warten, dass ich ihn so treffen könnte, dieser Schussattacke. Und dann haben wir es. Habe ich schon was getroffen? Nö. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bis er hier drüben ist. Ey, dann ist in der Zeit, kann ich mir noch dieses Herz da mitnehmen. Das kann man gebrauchen. Hier schmeißt auch noch diese Dinge auf dich. Die habe ich da auch noch übrig. Das macht auch noch ein bisschen Schaden. Und jetzt von dir die Schussattacke. Das kenne ich noch, dass ich das so machen sollte. Ja, wie mich der Leck in die Fledermaus werfen wollte. Habt ihr das mitgekriegt? Oh, was ist da unten los für ein Ekelfestival, ey? Mein Gott, dieser Boss ist so widerwärtig. Ein Glück schneide ich, dass ich das nicht in voller Länge zeigen muss immer. Wie ich gegen diese Bosse erst versage und dann endlich mal den Bogen raus hab. Hier, von hier aus kann ich auch zuschlagen.
ich hab's. Und es gibt kein Geschenk, ne? War das nicht so? Ja. Keine Belohnung. Absolut gar nichts. Ich fühle mich nicht gerade belohnt. Naja. Schütze! Du hast es geschafft, den großen King zu besiegen. Er ist tot. Du hast uns sehr geholfen, mir. Wir haben einen Drachma für dich. Wer ist nun der King, nun dass der tot ist? Throm is dead. Throm heißt er. Ah, ich bin das. Morgum ist der King jetzt. Unser herziger King oder so. Morgum will deine Leute, die Dra... Was? Morgum, deine Leute, die Grodul. Werden sie sich nun mit uns verbünden? Gegen die Derngaga und ihre Ritter... Also Reiter? dein Grozock ist unser Grozock. Zusammen den Grozock bekämpfen, ne? Ich versuche jetzt irgendwie die Sprache zu verstehen, auch wenn ich es immer noch nicht kann. Den Ältesten wird es freuen, das zu hören. Danke mir oder sowas. Ich bin Lorien. Die Schulin sind mit mir. Ja, Lorien und die Schulin. Irgendwas haben die schon mit mir besprochen. Das ist so der Teil der Story, den ich immer noch nicht begreife, aber... Tja, so ist es. Drachma. Das klingt so ein bisschen wie Drogen, ey. Habt ihr Drachma für mich, ey? Ich muss mir erstmal ein bisschen was spritzen. Mia macht sich wieder rückwärts aus dem Staub. Oh Mann. Jetzt wird... Ach so, jetzt kommt erstmal wieder hier der Rückweg des Todes. Aber ich weiß, was mir bevorsteht und... Es ist der meiner Ansicht nach schwierigste Teil des gesamten Spiels. Wieso habe ich nur noch 47%? Zählt der Boss nicht mal als Sieg oder was? Da steht nach wie vor 47%, die hatte ich vorher nämlich auch. Der Boss hat mir rein gar nichts gebracht von den Prozenten, das ist gemein. Oh well. Erstmal hier zurückkommen, das ist das Wichtigste. Rauskommen aus diesem grässlichen Ort. Ist nicht ganz meine Farbe. Obwohl grün mal meine Lieblingsfarbe war, aber ich weiß nicht, welche meine Lieblingsfarbe mehr ist. Jedenfalls ist das hier nicht mehr mein Ort, den ich unbedingt sehen will. Hey, hier war ich noch gar nicht, oder? Da gibt's immerhin extra Herzen wieder. Halle wieder von... Was wird das gerade? Wow, was war das, Mia? Das war scheiße. Gut so. Langsam, aber sicher machen wir uns auf den Weg zu dieser Teufelsstelle, ey. Ich will nur die Herzen. Kriegt diese Katze irgendwie unendlich auf Energie zurück, oder was war das? Ich dachte eigentlich, wir sind aber nicht stark genug, um die schnell zu besiegen. Und die hat ja auch nur zwei Treffer gerade gebraucht. Die andere aber nicht, oder sah das jetzt falsch aus? Was war denn da los? Das weiß man jetzt nicht genau. Wieso komme ich da nicht hoch? Da war erst das Herzteil, ne? Das war gar nicht da, wo ich jetzt hin wollte. Noch etwas weiter, Mia, nein. Hier, speichere da mal. Und dann zum Ältesten nehme ich wieder. Denn das ist unser nächstes Ausflugsziel. Ein bisschen Rückweg will ich schon zeigen, sonst weiß man nachher gar nicht mehr, wo ich hier lang latsche. Ich muss auch ein bisschen den Weg näher bringen. Oh, das war nicht meine Absicht. Hier lang. Diesmal weiß ich, dass ich hier hin muss. Die Kleine ist erfolgreich zurückgekehrt. Wir sprechen zu der Kleinen. Du hast es großartig gemacht. Die Grodal sind starke Verbündete. Bin nicht mal ohne sie... Ich weiß nicht, was sie gemacht hätten ohne sie. So kann man das kurz zusammenfassen, diesen zwei Zeiler. Was ist mit ihrem König? Denjenigen, den ich killen musste. Er war infiziert mit dem Thrall. Also vergiftete Würmer. Also, ja. Pfui. Zorm war mal ein großartiger King, aber in diesem Zustand war er nicht mehr fähig zu regieren. Du hast das Richtige getan. Ich bin müde. Ja, es ist keine Zeit für Müdigkeit, denn das große Schlimme steht bevor. Ich weiß, da ist noch so viel, was du tun musst. Das Böse in diesem Land ist größer geworden. Kleine, erinnerst du dich an die Söhne von Baphomet? Die Ritter, die... Was weiß ich. Reiter, was auch immer. Die Reiter
Ja, du musst nur zum dunklen Turm und sie zerstören. Ich? Ja, du allein, Kleine. Du bist mit dieser unglaublichen Kraft geboren worden. Und in deinen Abenteuern bist du noch stärker geworden. Habe Vertrauen in deine Fähigkeiten. Was ist mit den Krodol? Sie werden später nützlich sein. Aber jetzt sind sie damit beschäftigt, die Dungaga zu bekämpfen. Geh nun, Kleine. Faust, der Greif, wird dich zum Turm fliegen. Ja, hier, mach auf die Luke hier. Tschüss. Hallo. Hallo. Hallo Mia, ich flieg dich jetzt mal zum Tod, damit du sterben kannst 5000 Mal. Los geht's, sei bloß vorsichtig. Dieser doofe Turm, ich habe ungute Erinnerungen. Hier unten war noch was, deswegen spring ich da runter. Verpasst. Ich musste aber dummerweise hin, auch wenn das jetzt wieder umständlich ist. Diese Sequenz verstehe ich gar nicht, warum man das so dumm geregelt hat. Oh, du bist daneben gesprungen, das heißt, du willst zurückfliegen. Nein, will ich nicht. Darf ich jetzt das andere Fenster treffen, bitte? Ja. Ich hasse diesen Ort immer noch so sehr. Deosa, ich kann fühlen, dass sie in der Nähe sind. Ich weiß, dass du meine Gedanken lesen kannst. Würdest du mich bitte befreien? Was war das nochmal für einer? Danke, Kind. Ich muss meine Stärke wieder erlangen, bevor ich den Turm verlassen kann. Finde mich, nachdem du die Dämonen besiegt hast. Ich werde mein Bestes geben, um dir für deinen Mut oder für deine Wirklichkeit zu helfen. Also eins muss ich dem Turm aber nach wie vor lassen. Nachdem ich jetzt wieder rumfliege. Wow, ernsthaft. Die Musik ist fantastisch dort. Das ist mit die beste Musik des Spiels. Nochmal hin und her geflogen. So, bla 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 bla. Und weiter geht's. Zum fünften Mal. Wie oft bin ich jetzt schon geflogen? Keine Ahnung, hier geht's rein. Und hier gibt's einen Speicherpunkt. Hey, jetzt ist er wieder da? Aber ich habe ihn nur trotzdem befreit, technisch gesehen, ne? Oh nein. Ich konnte doch nicht mal sliden, das fängt schon fantastisch an. Ich kann nicht mal drunter sliden, so schlecht bin ich. Oh, das Unheil. Das Unheil ist wieder da, ey. Hehe. Lach mich wieder aus, die Gegner. Die lachen mich wieder aus. Hier wieder runter, ja. Weg, 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 weg. Höllenhund besiegen. Das sind doch Höllenhunde, oder? Ja, Energie. Oh, hab ich gerade wieder verloren, bestimmt. Vielleicht besiege ich ja den Boss beim ersten Mal. Wer es glaubt. Ich wusste, dass da einer kommt. Ich kenne das fast doch auswendig, wie gemein dieser Abschnitt war. So, jetzt geht's los. Oh nein, oh, ich hab die Checkpoints wieder weggemacht. Ich bin so drauf, um gerade zu besiegen. Bei Baphomet. Du sollst ausgelöscht werden. Ja, ja, aber. Ist wieder dabei. Scheiße, ich bin dumm. Oh. Nee, das war ja mal gar nichts. Das war gar nichts. Wieder ist das Unheil da, ey. Das Unheil dieses Turms. Ich glaube, ich werde da vielleicht Schluss machen und mir das fürs nächste Mal aufheben. Das bringt so nichts. Nee, es geht gar nichts mehr hier. Ich verliere gerade so viel Energie schon am Anfang. Nö, das mache ich beim nächsten Mal, Leute. Das war Eternal Daughter für dieses Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.